Als nächstes möchte ich die Bremsnocke zusammen mit dem Hebel, der Feder und natürlich mit den Bremsbelägen einbauen. An der Stelle gibt es eine Besonderheit am BFA-Motor. Und zwar muss die Bremsnocke beim BFA-Motor etwas kürzer sein als das Original. Sie muss auf 95 mm gekürzt werden. Bei uns könnt ihr die entweder original im Ganzen kaufen und sie selber kürzen oder ihr könnt sie auch schon gekürzt bestellen. Dann mache ich Fett an die O-Ringe. Das Gute ist, die O-Ringe sind schon im Satz dabei. Die muss man nicht extra kaufen. So, kein Papier. Das hole ich mir. Bremshebel verwende ich ein Original Piaggio. So, jetzt muss der Splint noch durch. Das ist immer so ein ganz schöner Mini-Splint, der da durchgehört. Das ist ein kleines Loch. Da kommt der Splint durch. Zack. Jetzt biege ich den Splint um. Wichtig, überschüssiges Fett sorgfältig abwischen, noch ein bisschen Bremsenreiniger drüber, weil Fett hat in der Bremstrommel nichts verloren. Gut, dann können eigentlich die Bremsbeläge drauf. Das sind unsere SIP Performance Bremsbeläge und die sind ja schon vorbereitet. Hier sind schon die Schuhe aufgepresst und schon ein wenig Kupferpaste an den Bremsbelägen. Ganz wichtig auch, Kupferpaste auf die Nocken zu schmieren, damit die Belege A schön laufen und B nicht quietschen. Auch da bitte dann denken, es gibt Leute, die tun da Fett hin. So mutig bin ich nicht. Da gehört Kupferpaste hin. Dann haben wir hier die Feder, die Rückholfeder für die Bremsbeläge. Die hänge ich in beide Beläge ein. Ziehe zuerst den oberen auf. Dann kann ich den unteren. So. Zack, ein bisschen draufhauen. Zack, da ist er drauf. Letztes kommen die O-Ringe auf die Bremsnocken. Die sorgen nur dafür, dass die Bremsbeläge nicht abbauen können. Bäm, da ist er drauf. Als nächstes möchte ich die Vorgelegewelle des Getriebes einbauen. Auch hier ist ein Sonderfall im BFA-Motor. Das Gewinde der Nebenwelle muss um 1,2 mm gekürzt werden. Das bieten wir auch komplett an, haben es aber leider momentan nicht am Lager. Also werde ich das eben selber machen. Ich habe hier eine neue Nebenwelle und ich gehe mal kurz an Schleifbock und kürze die um 1,2 mm. Ja, zwischen 119,6 und 119,8. Das sollte funktionieren. Noch ein bisschen entspannen. Das Messwerkzeug auch. Als nächstes bauen wir die Nebenwelle ein. Ich setze die Welle hier ein, dann kommt von der anderen Seite das Lager eingesetzt. Da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Kraft und Überredungsmittel. Den Sicherungsring. Zack, sitzt. Und jetzt kommt eine Stelle, die ein bisschen eng ist beim BFA-Motor. Deswegen ist die gekürzte Nebenwelle da. Hier ist mehr Fleisch. Und ich schaue jetzt mal, ob ich das so auf Anhieb eingesetzt kriege, wie ich mir das vorstelle. Bin erstaunlich nah dran. Trotzdem nicht drin. Ah, da ist es drin. Das gute alte Geduldsspiel mit den Nadeln. 21 Nadeln. Ich mache am liebsten die Methode mit dem Fett. Also das heißt, ich schmiere Fett auf die Nebenwelle und setze da die Nadeln ein. Es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel ein Magnet von der anderen Seite auf die Nebenwelle zu setzen. Aber ich mache die Methode, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe über die Jahre. Ich zähle dabei im Kopf auch immer mit, damit mir auffällt, wenn ich eine Nadel verloren habe oder sie runtergefallen ist oder ähnliches. Und 21. Im Prinzip sind wir eigentlich fast so weit, dass wir die Motorhälften zusammenklappen können. Was noch fehlt, sind Hauptwelle, Kurbelwelle und
alles, was mit dem Kickstarter zu tun hat. Und damit fange ich jetzt an. Was ein wenig speziell am BFA-Motor ist, der Kickstarter hat nur einen Anschlag und der wird hier eingesteckt. Verwendet wird ein Anschlag aus einer Vespa PK und der ist etwas zu hoch für dieses Gehäuse, wie man sieht. Das bedeutet, man muss ihn einfach etwas kürzen und dann passt das auch. Am besten macht man das mit einem Teppichcutter. Dazu halte ich ihn hier mal falsch rum an, mache einen kleinen Ritz und dann weiß ich, wo ich schneiden muss. Und das Teil wird jetzt hier reingesteckt. Zack, fertig. Als nächstes kommt die Kickstarterwelle. Ich verwende hier eine aus einer Rallye. Das bedeutet, ich kann entweder einen T5 Kickstarter verwenden oder einen Oldi Kickstarter oder einen Rallye Kickstarter, der halt diesen Oldi Look hat. Deswegen verwende ich diese Wellen am liebsten. Und damit die jetzt hier einfach zu montieren ist, sprühe ich ein wenig Sprühfett in die Lage und auf den Wellendichtring. Dann flutscht das bei der Montage etwas schöner. Was jetzt fehlt, ist die Feder. Am besten fettfreie Finger und eine fettfreie Feder haben, dann lässt sich das relativ einfach einhängen. Aha. Zack, da ist er drin. Um das Motorgehäuse zusammenzustecken, ist es ein wenig einfacher, wenn der Kickstarter montiert ist. Das ist jetzt zwar kein zugehöriger Kickstarter, aber ich stecke ihn einfach mal auf die Welle. Das ist nämlich ein PX-Kickstarter und ich habe nur gerade nichts anderes zur Hand und zur Schnellmontage tut er es auch. Theoretisch passt auf dem BFA-Motor jeder Kickstarter. Praktisch ist es so, dass hier oben zwischen Kickstarter und Lüftergehäuse sehr wenig Platz ist. Deswegen bieten wir Kickstarter an, die modifiziert sind. Das heißt, hier ist eine Mutter, die eingesetzt ist in den Kickstarter und dadurch tiefer sitzt und den Platz bietet, damit man den Kickstarter auch im verbauten Zustand bewegen kann. So, das ist nur provisorisch festgemacht, da er nicht dauerhaft dort bleiben soll. So, jetzt kommt als nächstes die Hauptwelle. Die Hauptwelle lässt sich jetzt recht einfach hier in dieses Lager einsetzen. Ich nehme ein Stück Holz, um den Motor zu unterlegen. Das macht es ein wenig einfacher. Die Hauptwelle geht eigentlich relativ leicht in dieses Lager. Sie braucht nur ein bisschen Überzeugungskraft. Mit leichten Schlägen sollte sie da reinbekommen zu sein. Wenn nicht, sollte man sie mit der Bremstrommel einziehen. Also keine zu große Kraft auf die Hauptwelle bringen, bitte. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, auf diesen Teller zu hauen. Also das ist der Teller, in dem später der Schaltstein von der Schaltraste eingreift. Der ist sehr empfindlich, den haut ihr sofort krumm und dann hält es keinen Gang mehr. So, probiere ich mal mein Glück. Die Zähne öffnen. Zack, schon relativ weit drin. Seht ihr? Oh, mit Handkraft. Das ist das Gute an dem Schlagdorn. Der liegt hier auf der Welle auf, nicht hier auf dem Teller. Und deswegen kann ich damit recht gefahrlos den letzten paar Millimeter einsetzen. Der Ton hat sich verändert, dann am besten nicht draufhauen. Dann ist die Welle unten am Lager, am Anschlag angekommen und sitzt jetzt perfekt im Motorgehäuse. Dann fehlen nur noch zwei Sachen oft in der kleinen Hälfte des Motorgehäuses und zwar die Kurbelwelle und das Kickstarter-Zahnrad samt Feder. Ich fange mal an mit der Kurbelwelle. Auch hier sprühe ich etwas Sprühfett auf Wellendichtring und Lager. Wie gesagt, Besonderheit am BFA-Motor ist, dass das Festlager in der kleinen Hälfte der Kurbelwelle sitzt. Und ich nehme mal noch etwas, was ich da besser unterlegen kann. Ach ja, hier. Die Kurbelwelle maximal leichte Schläge mit einem Gummihammer. Das auch nur zum Ansetzen. Und jetzt ziehe ich sie am besten von der anderen Seite
mit einem Einziehwerkzeug in das Lager. Ein bisschen Fett ausgewinnen, das ist immer gut. Wenn es richtig gut läuft, lässt sich die Kurbelwelle einfach mit der Hand gegenhalten. Wenn es schlecht läuft? Dann nicht. Ha! Jetzt da drin. Also, es ging alles mit Gegenhalten von der Hand. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Die Lippe ist auch nicht umgeklappt vom Simmerring. Darauf ist auch immer zu achten. Das ist natürlich manchmal schwer zu sehen, ist unter dem Einziehwerkzeug. Aber wenn man das ein wenig fettet, dann flutscht das eigentlich immer ganz gut. Gut, jetzt sind eigentlich die wichtigsten Teile im Motor. Was jetzt noch fehlt, ist das Kickstarter-Ritzel und die Feder, die das Kickstarter-Ritzel in Position hält. Beziehungsweise die Feder, die das Kickstarter-Ritzel beim Kicken gegen die Nebenwelle drückt, damit es greifen kann. Es gibt zwei Methoden. Entweder man klemmt das Kickstarter-Ritzel hinter der Kickstarter-Welle ein. Das geht ungefähr so. Man nimmt die Feder, tut die hier rein. Und dann klemmt man das Kickstarter-Ritzel hier ein. Dafür bin ich aber zu ungeschickt, mich nervt das. Die andere Methode ist, ich schiebe das Kickstarter-Ritzel hier auf die Nebenwelle, fixiere die Feder hier im Motorgehäuse und betätige den Kickstarter, dass das Ritzel hier zwischen den Zähnen durch kann und schiebe das dabei zusammen. Dafür muss ich allerdings die Feder im Motorgehäuse fixieren. Erstens und zweitens muss ich einen Kickstarter montiert haben, dass ich ihn auch wirklich bewegen kann. Um diese Feder in der kleinen Gehäusehälfte zu fixieren, gibt es zwei Methoden. Manche nehmen Fett, andere kleben diese Feder mit Dichtmasse ein. Manche haben Angst, dass die Dichtmasse dann irgendwo hinfällt, wo sie nicht hingehört. Die Angst habe ich nicht, also nehme ich Dichtmasse. So, jetzt hält das Ding hoffentlich schon hier drin. Bevor ich den Motor nun zusammenstecke, möchte ich zwei Sachen machen. Einmal gebe ich ein wenig Sprühfett auf die Lauffläche vom Kickstarter-Ritzel, damit das von Anfang an dort geschmiert ist. Manche sagen, Motoröl ist besser, kann man auch machen. Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu originalen Vespa- oder Piaggio-Motoren ist, dass das Motorgehäuse keine Gehäusedichtung benötigt. Das heißt, man nimmt einfach eine Flächendichtung, trägt das auf beide Seiten auf, lässt es kurz ablüften und dann fügt man die Hälften zusammen. Bevor ich das mache, mache ich auch noch ein wenig Fett an den Wellendichtringen, damit die Welle da gut durchflutscht. Und ach, es gibt noch ein kleines Feature von der BFA. Und zwar wird diese kleine Buchse mitgeliefert und die dient eigentlich nur der Montage, damit dieser Simmerring nicht umklappt. Also wenn ich jetzt die beiden Motorhälften in der Hand habe, ist es ja ein bisschen fummelig, das zusammenzustecken und dass ich dabei nicht den Simmerring verletze oder umklappe. Dafür gibt es diese kleine Buchse. Ich mache zusätzlich auch noch ein bisschen Flutschi drauf und dann wird die hier aufgesteckt. Dann kann ich ja die Dichtmasse auftragen, immer darauf achten, dass eure Dichtflächen auch komplett fettfrei sind. Das ist Voraussetzung, damit es schön dicht wird. Und deswegen reibe ich das immer noch ein bisschen mit Bremsenreiniger ab. Das habe ich in dem Fall schon vorbereitet, aber ich zeige das noch mal kurz. Im Prinzip ist es halt wichtig, dass da nichts drauf ist, was dafür sorgen könnte, dass entweder die Dichtmasse nicht richtig haftet oder noch schlimmer, irgendwelche Verschmutzung, die einen Abstand zwischen den beiden Gehäusehälften erzeugen können. Zack. Also es gibt verschiedene Motorendichtmassen, die ganz gut funktionieren. Man kann entweder eine silikonbasierte Dichtmasse nehmen. Wir haben zum Beispiel die vom Wirth im Programm. Aber ideal dafür ist das Loctite 574. Das ist halt für solche Flächendichtung gedacht. Und das nehme ich jetzt mal. Das Schöne an diesem Loctite ist, es lässt sich sehr schön dosieren mit dieser Spritze. Das Ganze noch auf der großen Motorhälfte. So, das müsste jetzt lückenlos sein. Dann setze ich jetzt die beiden Gehäusehälften zusammen. Ich kann hier mal zwischenzeitlich testen, ob alles frei läuft. Sieht gut aus. Motorgehäuse ist fast ganz zusammen.
Ich mache das immer lieber langsam und schaue zweimal nach, ob auch alles richtig sitzt. Anstatt es mit zum Beispiel mit den Gehäuseschrauben zusammenzuziehen, das ist immer ganz gefährlich, da kann man ratzfatz etwas kaputt machen. Gut, das müsste soweit okay sein. Läuft alles frei. Dann kommen wir jetzt dazu, die Gehäuseschrauben einzudrehen. Das Problem ist, beim BFA haben wir vier verschiedene Längen. Am besten, man merkt sich, welche Länge zu welchem Loch gehört oder markiert es sich. Das erleichtert die Arbeit. Ich habe es natürlich nicht gemacht, also teste ich es. Die Gehäuseschrauben werden ohne irgendwelche Unterlegscheiben oder so komische Sprengringe verbaut. Das liegt einfach daran, es soll halten und da braucht man sowas nicht. Es ist darauf zu achten, dass diese Zentrierbuchsen hier richtig sitzen. Davon hat der Motor zwei. Die innere ist nicht zu sehen, wenn man den Motor zusammenschraubt. Die äußere sitzt hier unten. Ist halt wirklich richtig drin sitzen. Und auch wenn die nicht verschraubt wird, wenn der Motor einmal zusammen ist richtig, dann kann die auch nirgendwo mehr hin. Dann bleibt die da, wo sie hingehört. Sieht alles gut aus. Das sieht auch gut aus. Fahre ich fort. Ich versuche diese Motorbolzen immer so anzuziehen, dass sich der Motor gleichmäßig absenkt. Jetzt wische ich noch die überflüssige Dichtmasse ab. Damit ist der Rumpfmotor erstmal zusammen und dann geht es als nächstes weiter mit Zylinder, Kupplung, Zündung und Ansaugstutzen. Damit machen wir erstmal Pause und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, drückt auf die Klingel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.